Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Anna und ich bin unfähig. Ja, allerdings, denn wenn ihr euch erinnert, gab es ja noch die Schreibtischschublade. Ob der Schlüssel jetzt endlich hier passt, weiß ich nicht, das testen wir jetzt einfach mal. In jedem Fall werde ich mich nachher aus dem Fenster stürzen, wenn ich das Let's Play fertig aufgenommen habe. Das verspreche ich euch schon mal. Er hat tatsächlich gepasst. Es ist toll. Egal, ich freue mich. Was haben wir denn da Schönes? Sogar zwei Items, das ermöglicht uns ja schon mal weitere Denkprozesse. Untersuchen. Eine Sammlung von farbigen Blättern, die zusammen mit einem Grashalm verbunden sind. Okay. Mit Blättern kann man nie was falsch machen, die kann man immer noch zur Not essen, wenn man nichts anderes findet. Ist doch nicht schlecht. Gut. Ich habe also etwas verloren. Meine Unschuld. Oder meine Erinnerung, was mehr Sinn machen würde. Denn alles, was hier so an Erinnerungen zurückkommt, ist sehr bruchstückhaft. Und ich habe das Gefühl, dass es seine Erinnerungen sind. Was ist denn mit diesem Block hier? Untersuchen. Eine hölzerne Box mit einer kleinen Blende auf der Seite. Es sieht aus wie ein kleiner Darkroom. Okay. Kann ich die auch mitnehmen? Die kann ich auch schon mitnehmen. Dann kann ich damit... Oh ja, das ist... Da kann ich doch bestimmt den Griff hier weghauen. Pass mal auf. Bäm, nee. Also eine Blende. Blende? Eine Blende, also Fotoapparat. Oder was ist das? Könnte sein. Gut, wir haben zwei neue Items. Wir haben die Blätter, wir haben die Box. Überlegen, wo könnte man das einsetzen? Die Tür, da braucht man immer noch einen Schlüssel für. Den haben wir nicht. Aber vielleicht, es sind... Ich weiß nicht, kann man die Blätter... Vielleicht kann man die Blätter hier irgendwie benutzen. Gut, hätte ja sein können. Bei den ausgefallenen Verteidigungssystemen, die dieses Haus nun mal besitzt, ne, wenn ihr euch an Part 1 erinnert, muss man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um eine Tür zu öffnen. Theoretisch kann ich auch einfach mit meinem Kopf dagegen schlagen. Vielleicht klappt das auch, aber das wäre ja viel zu einfach. Oder sie eintreten. Oder sie anzünden. Dann habe ich da eigentlich schon mal dran gedacht. Nein. Ja, wie kann ich nur daran denken? Ich weiß auch nicht. Meine Denkprozesse sind kompliziert. Tja... Diesen Griff kriege ich immer noch nicht raus. Aber muss ich wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich nur eine Attrappe. Höchstwahrscheinlich. Moment, habe ich den Ast schon probiert irgendwie? Gut. Findet ihr das nicht auch ein bisschen seltsam? Ein Ast? Wirklich? Schlage ich nicht mit der Faust auf den Tisch, wenn ich versuche, einen Griff raus... Lass mich meinen Gedanken zu Ende führen. Und werf nicht mit Konserven auf mich. Das verursacht blaue Flecken. Ernsthaft? Das finde ich nicht nett. Ich werde mir keine Gedanken darum machen, ich nehme das Ding einfach mit. Oder ich gucke es mir erstmal an. Es sieht aus wie der Griff eines Messers. Die Klinge, wenn sie immer noch irgendwo ist, würde ein sehr schöner Fund sein. Ich muss danach suchen. Wo könnte das bloß sein? Die haben wir doch schon. Ja, das ist ja jetzt ganz logisch. Ah, mitnehmen. Ja, die müssen wir mit Sicherheit verbinden. Ja, das war ja klar. Die zwei Stücke passen perfekt zusammen. Ich habe eine Art Ritualdolch erschaffen. Ja, das ist wahrscheinlich der Dolch, der auch in der Notiz... Sie existieren noch? Was existiert? Kinder vielleicht? Ist sie schwanger gewesen? They still exist? Da ist wieder viel Raum für Spekulation. Gut, jetzt haben wir ein Ritual durch. Normalerweise stand in der Notiz ja, dass wir uns in den Arm schneiden müssen, um das Ritual zu vollführen. Und das müssen wir über dem... Vielleicht geht das ja jetzt, das mit dem normalen Messer ging es nicht, weil es kein Ritualmesser ist. Mit dem müsste es ja funktionieren. Ich kann es ja eventuell mit dem Wasser kombinieren. Das macht keinen Sinn. Gut, ein Versuch war es wert. Was ist mit dieser Box? Diese Box, muss ich dir irgendwo... Eine Box mit einer Blende, die einen Darkroom ähnelt. Ich meine, Blende, Darkroom, das ist wirklich irgendwie Fotoapparat. Also ich glaube, hier in dem Raum haben wir auch so ziemlich alles erledigt. Ich glaube, das Öffnen... Wir könnten mit der Box hier nochmal draufschlagen, eventuell. Auf den... Nee, das ist nicht so... Das klappt nicht so ganz. Gut. Vielleicht nochmal in dem Raum was.
Vielleicht können wir hier in das Loch Blätter reinstecken. Ich versuche das Loch zu stopfen, ne? Das ist eine gute Tat, denn damit kann ja keiner mehr hier reinschauen. Die Nachbarn, die wir nicht haben. Wenn wir Nachbarn hätten, könnten sie da nicht mehr reinschauen. Probieren wir es mal aus. Einfach mal aus. Nee. Versuchen wir, den Ritualdolch da reinzustecken. Natürlich nicht. Dann die Box. Ja, die macht natürlich am meisten Sinn, nicht wahr? Probieren wir es einfach mal aus. My mind is blown. Okay. Da ist ein Bild drauf. Es ist tatsächlich so eine Art Holzfotoapparat. Wer benutzt denn sowas? Aber das zeigt uns nur, dass wir wirklich irgendwo in der Vergangenheit sind. Was heißt Vergangenheit? Aber ist wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen nicht die aktuellste Zeitepoche. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns das mal an. Zwei Berge, welche ich ganz genau kenne. Castor und Pollux oder die Zwillinge. Ich bin mir nicht sicher, zu welcher Seite des Sägewerks oder von welcher Seite des Sägewerks man sie sehen kann. Okay. Ich kann nicht... Wow. Also zwei Berge, die außerhalb irgendwo stehen. Aber das zeigt ja auch wieder nur, dass meine Vermutung stimmt, dass wir wirklich in einer Bergregion sind. Ne? Irgendwo in den Bergen im nördlichen Italien. Hm. Kann ich das wieder rausnehmen? Das hat uns ja jetzt irgendwie nicht wirklich viel gebracht, aber vielleicht hat das... Das ist vielleicht eine Art Mechanismus, der die Tür geöffnet hat oder die Falltür. Das könnte durchaus sein. Anna ist so clever, die denkt sich sowas aus. Also die Tür... Die geht schon mal nicht auf, nee. Aber die Falltür vielleicht. Die gute Anna wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Untersuchen. Nee. Da ist eh nur verrottetes Holz. Kann ich wieder... Vielleicht muss ich hier rausgehen und die Berge angucken. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ah, jus. Sie öffnet sich nicht. Das Schloss ist kaputt. Hier ist gar kein Schloss. Wo siehst du hier ein Schloss? Wir nehmen einfach einen Tannenzapfen und schmeißen ihn dagegen. Dann fliegt die Tür weg, ne? Nach der Logik des Spiels. Und Chuck ist auch unfassbar unnötig. Vielleicht müssen wir Chuck die Blätter geben, dann ist er uns wohlgesonnen und macht uns die Tür auf, indem ihm plötzlich Beine wachsen. Nein. Nein. Wenn wir Chuck einfach hätten mitnehmen können, wäre es einfacher gewesen. Gucken wir uns diese Blätter nochmal an. Nochmal untersuchen. Eine Sammlung von bunten Blättern, die mit einem Grashalm verbunden ist. Vielleicht können wir das mit einem Messer irgendwie zerschneiden. Ich habe das Seil zerschnitten. Haha. Oh, warum ist es dunkel? Warum ist es dunkel? Nein, nein, geh weg. Ich fühle mich seltsam. Was passiert hier? Was? Etwa alles verschwindet und ändert sich? Warum? Wir sind ganz schön in der Klemme. Wow. Ja, das ändert jetzt wirklich... Das erinnert jetzt wirklich an eine Art Ritual. Überall diese Zeichen an der Wand, diese Symbole. Könnte sein, dass wir es wirklich... Ich habe so eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass wir vielleicht als Bert ein Opfer vollzogen haben, weil wir einer bestimmten Sekte angehören oder einem Kult, der etwas Bestimmtes anbetet. Und vielleicht haben wir Anna geopfert. Klingt ein bisschen weit hergeholt, aber... Ich meine, nee, eigentlich haben wir das ja nicht gemacht. In der Notiz steht, wir haben uns selber den Arm aufgeschnitten. Aber vielleicht haben wir erst Anna geopfert, dann unseren Arm aufgeschnitten und das Blut in den Teich gelenkt. Ist doch vielleicht eine Möglichkeit, oder? Man weiß es nicht genau, aber... Und jetzt will sich Anna an uns rächen und deswegen verfolgt sie uns in ihren Albträumen. Ob das letztendlich so stimmt, ist meine Vermutung. Vielleicht ist es ja wirklich eine Art Sekte und das Ritual ist in der Vergangenheit passiert. Und Bert muss seine Sünden irgendwie verbüßen in diesem Haus. Vielleicht möchte das Anna von ihm. Ich weiß es nicht. Gut. Gucken wir uns mal die Symbole genauer an. Wir haben ja jetzt auch 5 Blätter, die wir dadurch, dass wir den Grashalm zerschnitten haben. Vielleicht müssen wir diese Blätter für irgendwas benutzen. Vielleicht müssen wir das bei diesen Symbolen benutzen. Nee, auch nicht. Hm. Gut. Das ist jetzt irgendwie doof. Probieren wir mal, ich habe auch so eine Idee, das sind hier 5 Tortenstücke und wir haben 5 Blätter. Vielleicht können wir ja mal gucken, ob wir in jedes dieser Stücke ein Blatt reinsetzen können. Nee. Vielleicht sind die Blätter auch einfach nur Schlüsse, die als Blätter getarnt sind. Gucken wir uns die Blätter mal genauer an, das haben wir ja noch nicht gemacht. Ein silbernes Blatt.
Eine sehr seltsame Farbe für Pflanzen bzw. Blätter. Das goldene Blatt. Ein goldenes Blatt. Es sieht nicht vergoldet aus. Das ist ein bronzenes Blatt. Ein bronzenes Blatt. Das Pigment scheint von einer naturellen Farbe zu kommen. Also es stammt aus der Natur. Und das Schwarze haben wir noch. Ein komplett schwarzes Blatt. Moment. Das wollen wir nicht verpassen. Es wäre schwer zu bestimmen, woher das kommt. Vielleicht haben sich jetzt auch wirklich wieder Sachen in Bewegung gesetzt, dadurch, dass jetzt hier alles diese Symbole aufgetaucht sind. Vielleicht kann ich jetzt hier das öffnen. Nee, das ist auch zu. Da kommen wir immer noch nicht dran. Was hat sich die gute Anna dabei gedacht? Ich meine, diese Berge müssen wohl irgendwas damit zu tun haben, aber das ist bestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder so eine Sache ist, wo man gern mal verwirrt wird. Diese Sterne. Sehr, sehr seltsam. Ich könnte ja jetzt nochmal probieren, jetzt wo wir quasi die richtige Stimmung haben, ob ich jetzt das Ritualmesser nochmal mit dem Teich benutzen kann. Nee, aber es ist jetzt zumindest alles rot. Das hilft uns aber nichts. Hier sind in den Schränken noch irgendwas. Nee, das habe ich doch alles schon mehrmals untersucht. Was hat es mit diesen Einkerbungen hier zu tun? Oder diesen. Sich da vielleicht Blätter reintun. Man muss alles mal probieren. Nee. Diese Spirale. Was hatten wir hier? Das sind Sichelmonde. Oder auch einfach nur Monde, die ineinander verschlungen sind. Hat das irgendeine Bedeutung? Gibt es dieses Symbol wirklich? Kann ich euch leider nicht sagen. Hör auf, mich mit Dosen zu bewerfen. Sag mal! Das finde ich äußerst unfreundlich. Ernsthaft. Ich versuche hier einen komplexen Gedankengang zu vollführen und kriege dabei Dosen in mein Gesicht geschmissen. Wirklich. Das muss doch nicht sein. Kerze, Kerze. Ja, da bin ich ja jetzt wirklich ratlos. Was könnten wir noch kombinieren? Ich meine, so viele. Gut, wir haben zumindest eine Inventarseite. Wir könnten hier die Wände anzünden. Ich zünde die Wände an. Ich zünde das Symbol an. Vielleicht muss ich mit dem Ritualmesser dort reinstechen. Muss ich das Ritualmesser mit irgendeinem Blatt kombinieren? Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Dieses Rätsel macht allgemein keinen Sinn gerade. Ich muss mein Handy erstechen. Vielleicht hier Sägemehl hinschütten. Dieses Spiel bringt mich ein bisschen an meine Grenzen gerade. Das Ding können wir ja auch nicht wieder entfernen. Ist hier noch irgendwas an der Wand? Vielleicht dort. Hier hatte ich ja. Wobei, hier hatte ich ja schon alles untersucht. Hier ist ja nichts. Vielleicht muss ich auch versuchen, irgendwie so eine. Moment, da steht was. Da steht etwas schräg geschrieben, glaube ich. Habe ich das eben schon lesen können? Hier steht. Steht da irgendwas? Nee, da steht auch nichts. Du Würfel! Ich brauche dich bestimmt. Ich kann es nicht nehmen. Ich ersteche dich, Würfel, mit dem Ritualmesser. Komm schon. Wow. Das ist echt eine harte Nuss. Diesen Tisch kann man hier nicht zerstören, ne? Der ist ja eh schon kaputt. Warum sollte ich den Tisch weiter zerstören? Damit mache ich Anna nur noch wütender. Diese Holzlatten oder sonstiges. Das bringt alles nichts. Tja, liebe Leute. So wie es aussieht, werde ich diesen Part erstmal beenden. Da. Ich hab's gesehen. Nee, nee, nee. Der Trick funktioniert nicht ein zweites Mal. Ich habe genau gesehen, wie du die Dose geschnappt hast. Der Lampe. Die Lampe hat auch nichts zu bedeuten. Na gut, liebe Leute. Habe ich noch irgendwas, was ich zum Schluss probieren kann? Vielleicht nochmal zu Hause anrufen und fragen, ob alles okay ist? Das sollte ich vielleicht noch machen? Nee. Wozu habe ich eigentlich ein Handy, wenn ich es nicht benutzen kann? Das wird wahrscheinlich erst am Ende wichtig oder so. Kann ich Blätter kombinieren? Nee.
Na gut, liebe Leute. Ich beende den Part erstmal hier. Dann könnt ihr ja selber überlegen, was man hier vielleicht tun könnte. Wir sehen uns dann im nächsten Part.